Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Horsehaven World Adventures. So, wir sind mal hier bei der Auswahl, bei der Kalenderbelohnung am Tag 194. Eigentlich wären es natürlich viel, viel mehr. Da zwischendurch aber ja Horsehaven mal nicht funktionierte und nicht erreichbar war, wurde das mal wieder auf 0 zurückgesetzt. Aber gut, wir nehmen die 20 Diamanten natürlich. So, dann war diese Woche ein Update und es gab, wie ihr hier sehen könnt, ein neues kaufbares Pferd, und zwar das Klee. Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Jedenfalls könnt ihr das kaufen für 16,99 €. Das tue ich natürlich nicht. Ich warte lieber darauf, dass es irgendwann in Kisten zu erspielen ist. So, was haben wir noch? Achso, dann gab es noch ein neues Pferd, den Schecken. Den gucken wir uns auch gleich mal an. Den habe ich mir schon geholt gestern. Moment, der ist ganz unten, glaube ich. Da, den Schecken. Da habe ich den schon da. Könnt ihr erzüchten mit Marshtecky und Warlander oder mit Brabanta und Warlander. Und ich glaube, sie haben noch ein paar Pferde aufgehübscht. Und sie haben, was haben sie denn noch? Irgendwas hatten sie noch gemacht. Achso, die Dressur irgendwie verbessert. Wie, womit auch immer, keine Ahnung. So, dann haben wir hier noch irgendwie zwei Nachrichten. Reinrassiger Aufzucht-Event ist dran und Goldmine. Okay, das wollen wir nicht. Hier, das könnten wir aber noch mal eben einsammeln. So. Gut, dann habe ich das Falsche angemacht hier. Die wollte ich anmachen. Nee, die kann ich auch nicht anmachen. Die muss ich. Weil da möchte ich gerne dreimal Rübchen, zweimal Salat und zweimal Erdbeeren, ein Kürbis und eine Melone. So, dann haben wir das auch. Hier können wir gucken, ob wir hier irgendwas anschmeißen können. Nee, nicht ka- Oh Gott. Wieso kann ich... Ich habe keine Weintrauben, okay. Das haben wir da. Da habe ich keine Möhrchen. Und kein Soja. Aber das haben wir da. Gut, dann machen wir nur das. Und sammeln nochmal eben einmal die Weide ab. Und dann können wir gleich mal gucken. Ich weiß nicht genau, ob ich was zu züchten habe. Eigentlich den Tinker, den Schecken und das Welchpony habe ich, glaube ich, gestern erzüchtet. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Wir fangen vorne an hier in Amerika. So, da haben wir gezüchtet, hoch, das Welchpony, glaube ich. Aber erstmal müssen wir hier die Weide absammeln und wir müssen nochmal in die Münzen hier. So. Okay, da ist er. Ist eigentlich ein ganz hübschen. Ich finde das nur mal schade, dass Stufe 1 immer schwarz ist. Und ich glaube Stufe 2 braun und fuchsbraun haben wir, glaube ich, noch. Also ist ein ganz hübschen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da dann nochmal weiter züchten. Ich kann hier aber nicht so viel weiter züchten, weil ich hier auch noch den Hannoveraner und den Lusitano auch noch stehen habe. Und mir fehlt ein halber Zaun. Seht ihr das? Da fehlen die ganzen Zaunelemente. Okay. Okay. Den stellen wir dann mal rein. Wir müssen ja nochmal einmal durchtauschen, dass wir das Welchpony hier kriegen. Mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, Gabriel Weihnachten stellen wir rein. So. Okay, 2000 Münzen kostet uns das.
Das Fohlen holen wir raus. Das Welchpony Stufe 4. Das hat endlich geklappt. Gleich beim ersten Mal. Wunderbar. Dafür habe ich aber ja auch Ewigkeiten lange noch Anoveraner und Lusitano rumgezüchtet und die immer noch nicht bekommen. Da ist es doch ein schöner Ausgleich, muss ich sagen. So, nur da hat man schneller. Okay, dann würde ich hier, glaube ich, nochmal den Hannoveraner probieren. Wenn ich ihn dann finde, hier, da ist Sunny und Adonis. So, das ist dann Hannoveraner Stufe 4. Wir haben eine Chance von 14%. Ne, 13, okay. Ich bin gespannt. Nein, natürlich nicht. Okay. Dann zeige ich euch jetzt nochmal eben gleich die 9 T4er, die schon bekannt sind für in 14 Tagen oder wann das war. Das muss ich gleich mal gucken. In 15 Tagen. 15 Tagen, 18 Stunden. Und dann kommt als nächstes, zeig doch mal schnell her, Stufe 4. Und zwar das Marsh-Taggy, der Dohl und der amerikanische Traber. Oh toll. Genau, amerikanischer Traber, den habe ich natürlich mal wieder schon. Das heißt, ich kann schon wieder keine roten Steine sammeln. Es ist doch echt zum Haare raufen. Wie soll ich denn so die roten Steine zusammensammeln? Wenn die immer den kleinsten weglassen. Na toll, okay. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das wieder mache. Also ich werde es auch diesmal nicht ganz schaffen mit den roten Steinen, weil mir zurzeit nur... Nee, das ist verkehrt. Da, drei rote Steine. Zwei kriege ich noch von einem Rennen. Und ich muss dann eben halt gucken, dass ich die Tage noch weiter an der Mine gucke. Aber das bringt halt nicht viel, ne? Kann hier mal eben schnell reingucken. Die Mine bringt wirklich nicht viel. Ab und an hast du da mal einen roten Stein drin, aber eher selten. Guck, so wie jetzt habe ich mal einen roten drin. Aber das ist wirklich sehr selten. Haben wir hier irgendwas zu züchten? Nö. Dann gucken wir nach Frankreich. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn den Tinker gezüchtet? Ich habe keine Ahnung. Müsste hier aber ja auch irgendwo sein. Entweder hier, da. Guck mal. Da ist der Tinker, der hat leider nicht geklappt, so rum wollte ich das sagen. Ist leider nur wieder Stufe 3. Das haben wir hier, 2300. Das haben sie auch gefixt, übrigens, dass man die Dressursachen hier nicht alle sehen kann. Da könnten wir auch nochmal eben gleich hingucken, wenn wir in Amerika waren. Großbritannien, Entschuldigung. Na, hier habe ich aber nichts. Ah, da waren wir ja auch schon, ne? Wo waren wir denn nicht? Auf der Fantasieinsel, da waren wir noch nicht. Okay, aber wir gehen trotzdem jetzt mal eben zur Dressur. Das ging ja letztens nicht. Genau, da können wir wieder Himmelssonnenschuh. Okay. So, da gucken wir mal eben. Eigentlich müsste ich da mit dem Araber, den müsste ich aber erst noch mal ein bisschen umziehen, glaube ich. Himmelssonnenschuh, okay. Was nehmen wir denn da? Da habe ich gar nichts. Himmelssonne, würde ich jetzt irgendwas Gelbes oder... das ist aber... Nee. Das weiß ich auch nicht. Gibt es denn nichts, was wir darauf setzen können, solange? Irgendwas in der Richtung von Himmelssonne? Nee, ne? Nee, das kostet alles Diamanten hier. Die will ich da auch nicht für ausgeben.
So viel Klöderkram, nur nicht das, was wir so gebrauchen könnten. Ne. Was haben wir denn sonst noch? Bandagen, aber auch nichts Passendes wahrscheinlich. Egal, dann nehmen wir jetzt einfach irgendetwas. Irgendetwas. Was ist das? Ach je. Das finde ich aber auch nicht so schön. Das ist zwar auch nicht so schön, aber wir nehmen es trotzdem. Haben wir da auch passende Bandagen zu? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Und dann nehmen wir das einfach. Ja, was anderes haben wir hier auch nicht. Obwohl, passend tut das ja nicht, ne? Können wir das... Das geht. Das ist zwar auch nicht so schick, aber das geht. Das andere passt einfach auch alles nicht dazu irgendwie. Keine Bandagen, nichts dabei. Die passen auch erst recht nicht. Schade. Nee. Da ist auch wirklich gar nichts dabei irgendwie. Jedenfalls nichts für Geld. Und Diamanten gebe ich davon nicht aus. Das sehe ich nicht ein. Na. Ja, dann ist es so. Dann bleibt das gut, bleibt der Gute so. Ist zwar nicht schön, aber selten. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Eigentlich müsste ich noch mal eine Runde trainieren. Es sieht ja fürchterlich aus, oder? Guck dir mal die Brust von dem Pferd an, oh Gott. Oh, oh, oh. Okay, allein fürs Pferd bekommen wir 380. Für die Galopptraversale nochmal 55. Wir müssen noch ein Bild machen, ne? 60 für die Galopppirouette. Und fliegender Wechsel. Okay. Eigentlich hätten wir noch ein schönes Bild machen müssen. Machen wir eins so. Da gibt es ja auch immer noch 10 Stück von. Eins so. Ah, nicht von hinten. Ich will das von der Seite oder von vorne sehen. Dann kann ich nochmal ein Bild machen. Ah, schade. Zu spät. Hätte ich gleich eins machen müssen. Na gut, 630 Punkte, sonst hätte ich 640 gekriegt. Und kriegen 100 Punkte. Rang 7286. Okay, alles klar. So, dann gehen wir nochmal zur Ausbildung. Dann könnten wir jetzt eigentlich... Was sieht denn? Der mir dann hier nicht mehr wieder angezeigt. Oder ich bin schon wieder blind. Vielleicht weil er gerade eben bei der... nee, da ist er noch. Mitteltrab trainieren. So, einmal trainieren. Kostet 150 grüne Münzen und dauert eine Stunde. Okay, alles klar. So, dann können wir hier wieder raus. Was haben wir denn noch? Eigentlich nichts, ne? Oh, die Rennen sind auch wieder zurückgesetzt worden. Ich habe schon ein Rennen gemacht. Ich kann hier jetzt noch, das könnten wir gleich nochmal eben. Da kriegen wir einen roten. Da gar keinen. Da auch keinen. Da kriegen wir noch zwei. Oh, dann gibt es drei noch insgesamt.
Ja, den hatte ich schon. Nee, da gibt es nichts. Okay, dann machen wir jetzt einmal Mexiko-Rennen noch. 600 Meter könnten wir. Ich will auch nicht so einen hohen, denn muss ich wieder so viel abbrechen, wollte ich gerade sagen. Der hat dann so viel Leben. Dann nehmen wir doch den Criollo und versuchen das damit. Aber 600 Meter, das ist ja sehr gut zu schaffen eigentlich. Dann haben wir schon mal einen roten Stein mehr. Dann kann ich noch ein Rennen machen, wo ich zwei rote Steine noch kriege. Ja, das haben sie immer noch nicht gefixt. Das klappt immer noch nicht mit den Münzen einsammeln hier. Schade eigentlich, aber naja, gut. Ich meine, hier lohnt sich das sowieso nicht wegen den Münzen, aber trotzdem ein bisschen ärgerlich, finde ich. So, was habe ich? Ach, shit, jetzt bin ich hängen geblieben. Ach, habe ich nicht rechtzeitig gedrückt. 400 Meter haben wir schon, sehr schön. Aber zumindest haben sie das mit der Musik gefixt, ne? Das ist auch schon mal was. Besser wie nichts, ne? So, das sollten wir eigentlich schaffen. Ja, gut. Ah, und da kriegt er auch noch ein Herz wieder. Okay. Meter haben wir jetzt. Ich schätze mal so bei 8,50. Dann ist Schulus. Oh ne, so viel haben wir gar nicht geschafft. 7,99. Okay. Aber so, gibt es einen roten. Sehr schön. Das heißt, zwei kriegen wir noch. Mit ganz viel Glück vielleicht noch was aus der Mine. Dann brauche ich, ja, vielleicht, wenn ich ganz viel Glück habe, nur 15 kaufen. So, 5 habe ich, 2 kriege ich noch, sind 7. Ja. Was kosten die? 15 kostet einer, ne? 15 Diamanten. Bei 15 Stück sind 150. Ja, 200 und. Schieß mich tot. So schnell kann ich keinen Kopf rechnen. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.